Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein, weil ich so oft schon in Wien Vorträge gehalten habe, dass ich das Gefühl habe, ich kenne euch alle und wir können sofort miteinander diskutieren. Das würde ich bei dem Thema auch am liebsten tun, weil doch dieses Thema Teilzeitarbeit für alle so vielkantig einem auf den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das schon mal versucht haben, in irgendeinem Kontext zu propagieren und nicht anstößig zurückgewiesen worden ist. Wir wissen ja alle, dass Teilzeitarbeit etwas Schlechtes ist. Was wir nämlich verhindern müssen, es ist die schlechte Karte auf dem Arbeitsmarkt. Und nun kommt man und sagt, es soll für alle gelten. So ungefähr wie eine Nachricht, die ich vor kurzem las, dass 60%, es gibt ja bei uns Erzieherinnenstreik zurzeit, und dann kriegt man auch Nachrichten über diese in den Zeitungen, dass 60% aller Erzieherinnen Teilzeit arbeiten. Das steht ohne weitere Erläuterung da, aber es ist einem sofort klar, dass das etwas, ein akutes Problem ist, nicht etwa eine gute Arbeitsbedingungen für diese. Aber zum anderen ist in dem für alle, Teilzeitarbeit für alle, ein Stopper drin. Aber nicht ernsthaft schon, weil es klingt in etwa so wie eine Erkältung für alle oder ein böser Zauber oder ein schlechter Witz für alle. Das ist hoffentlich, das ist kulturell immer ein bisschen ein Problem, wenn man von Deutschland nach Österreich spricht. Wir haben andere Kulturen und andere Bilder, wann wer lacht und wann wer sich wundert. Was ist das? Das ist ein Mikrofon, was jetzt länger ist. Okay. Aber ich versuche das trotzdem und zwar noch riskanter. Also mich mit euch gemein zu machen, als würden wir vom gleichen Ausgangspunkt aus sprechen und denken. Ich wollte auf drei Weisen vorgehen. Einmal die Geschichte dieser Forderung erzählen und zur Diskussion stellen und einbetten ins Projekt der 4-in-1-Perspektive, die ja Politik um Arbeit ist. Und ich möchte mit euch über das Politikmachen diskutieren. Man muss dazu sagen, dass ich angenommen habe, dass wir eine Diskussionsrunde sind. Ihr sitzt ein bisschen falsch für eine Diskussion. Aber ich wollte mit euch über das Politikmachen diskutieren und von euch auch lernen, wie man eigentlich politische Losungen schmieden kann und wie auf keinen Fall. Ich hoffe, dass wir dazu kommen. Das ist eben riskant, weil wir kulturell anders Politik machen auch. Als ich das erste Mal in Österreich ein Seminar gemacht habe in Innsbruck, dachte ich, die sprechen gar nicht alle über das Thema. Sie saßen so gemütlich da und es sah aus, als würden sie Kaffee trinken und eine Pause machen oder so. Aber am Ende hatten sie wirklich alle das Thema diskutiert, kamen mit strategischen Vorschlägen dazu und hatten es theoretisch begriffen. Aber ich konnte in der Diskussion nicht folgen. Es war für mich zu gemütlich, weil wir schärfer diskutieren. Die Frage ist also, schaffen wir das? Und wenn ja, wie machen wir das, das gemeinsam politisch zu beginnen? Ich wollte in dem Feld, in dem schwierigen Feld, wie man nämlich politische Losungen schmieden kann und wie nicht, weil es kulturell so riskant ist, wollte ich mit dem beginnen, mit der Idee, es ist heiter, es ist Gymnastik für die Köpfe und wir können uns dann vorantasten. Alle haben dann die nötige Lockerheit im Kopf, um eine so schräge Forderung wie Teilzeitarbeit für alle überhaupt zu diskutieren. Das bedeutet, ich fange an mit Jonathan Swift. Nehme an, den kennen irgendwie alle doch vom Namen nach, sehr satirischer Mensch. Der stellte sich der Frage, wie begegnen wir dem Armutsproblem in England? Das Problem war sogleich ein ganz vielfältiges, also nicht wie hier so ganz einfach, dass man sagt, wir sind gegen Armut und wir müssen Armut verhindern oder so. Das war ganz vielfältig, nämlich es gab zu viele Arme, vor allen Dingen hatten sie zu viele Kinder. Sie vermehrten sich ganz schnell und diese hungerten. Die hungernden Kinder sind kein schöner Anblick und irgendwie auch eine Gefahr. Das zweite Problem war, das Staatssäckel war weitgehend leer, sodass sie nicht einfach die Armut finanziell aus dem Weg räumen konnten, die Armut der Kinder auch nicht. Das dritte war, drei Probleme, sie hatten
zu Juncker auf großen Ländereien, die sich tödlich langweilten und nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Die hatten das Geld. Das ist so ähnlich wie in Griechenland jetzt. Diejenigen, die das Geld haben, sind die, die keine Steuern zahlen und so weiter. Sein Vorschlag war, den Armen die Kinder wegnehmen, sie mästen und fit halten und dann aussetzen in den großen Parks. Dafür an die Junker sehr, sehr teure Jagdscheine verkaufen. Dann hat man alle Probleme auf einmal gelöst. Das Staatssäckel ist gefüllt, die Kinder sind weg, nach und nach werden die auf der Jagd erschossen. Und ja, das Armutsproblem ist auch für immer geradezu gelöst. Das ist natürlich eine Satire. Der Vorschlag ist in dem Fall, ich bitte euch, diese Elemente zu behalten, weil die treten jetzt immer wieder auf. Der Vorschlag ist, kann man eigentlich Satire und Ironie einsetzen? Oder versteht das überhaupt keiner und empört sich, dass ich gesagt habe, die Armen sollen, die armen Kinder sollen erschossen werden oder irgendwie sowas? Wie ist es in der Politik, Satire und Ironie einzusetzen? Geht das? Ich selber habe das unheimlich gern, weil es ergibt eine Lösung, nämlich die Hörer oder Leser müssen selber denken. Sie kriegen das nicht einfach gesagt, Armut muss abgeschafft werden oder so. Sie müssen selber denken, wenn sie eine Satire in dieser Art hören. Sie müssen sich empören und jetzt müssen sie selber anfangen, auf Abhilfe zu denken. Also hat man sofort eine Einbeziehung ins Politische, zugleich damit Informationen und Aufklärung über die soziale Lage. Und es ist auf keinen Fall so langweilig wie die ständige Wiedervorlage von Statistiken, die ein jeder kennt, ohne sich bewegen zu müssen, wie zum Beispiel, ich kenne fast keinen Frauenvortrag in diesem Feld und auch nicht in der Zukunftswoche der Linken war das auch nicht anders und jetzt auf dem Frauenforum auch nicht, wie zum Beispiel, die alleinerziehenden Mütter sind der Sockel der Armut. Sie verdienen nur 70% von dem, was Männer verdienen. Immer noch sind auch die Kinder in dieser entsprechenden Weise arm. Das sind immer die für nötig erachteten Passagen in politischen Reden, bei denen die Einzelnen anfangen, ihre SMS zu schreiben oder rausgehen. Nicht, man kann das einfach weiterverfolgen, im Prozent genau ausdrücken, wie viel schlechter es den Frauen geht in der Gesellschaft als den anderen. Es empört niemanden mehr und es ist tödlich langweilig. Die Frage also, wie macht man es dann? Geht es mit Satire? Manchmal gibt es in der Wirklichkeit auch Satiren, die man gar nicht mehr satirisch verfremden kann, weil sie in sich selbst schon so satirisch sind. Das ist bei uns zum Beispiel Peter Hartz, den ein jeder ja kennt, weil er so berühmt ist wegen der Hartz-IV-Gesetze, unter denen so viele ihr Leben verbringen. Er hat ein Buch geschrieben, lange bevor er Hartz-IV wurde oder bekannt für Hartz-IV wurde, lange bevor er in diese Kommission kam. Das heißt Job Revolution. Also so wie ihr neu Arbeit, neu denken, ne? Job Revolution. Und in diesem, das ist ein ungeheures Buch. Ist wie ein Werbeprospekt geschrieben und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Verlag herausgegeben. Da drin berechnet er, dass eigentlich im Grunde genommen die einzelnen arbeitenden Menschen in der Gesellschaft nur noch 10% ihres Lebens arbeiten. Wie kommt er da drauf? So und so lang sind sie Babys, ne? Er rechnet sie wie eine Maschine aus. Sie werden geboren und irgendwann sterben sie. Und dazwischen sind sie ewig lang Babys und wachsen heran. Und sie sind auch furchtbar lange alt und hinter der Rente. Und dazwischen noch gibt es diese ganzen Ferien und Feiertage und Sonntage und noch Krankheiten und so weiter. Und er rechnet und rechnet herunter und dann stellt er fest, also wenn es hochkommt, arbeiten sie nur 10% ihres Lebens. Und wenn das so ist, dann ist eigentlich die wesentliche Losung, die er ausgibt, rennen, rackern, rasen. Das ist das, was wir von Ihnen verlangen können in diesen 10%. Jeder gibt das Äußerste heraus. Und das geht so in solcher großen Geschwindigkeit, dass wir uns nicht wundern müssen, dass ein größerer Teil der nachwachsenden Jugend an den Rändern herunterfällt.
weil die Geschwindigkeit, ihr stellt euch das vor wie ein Kreisel, ne? Weil die Geschwindigkeit zu hoch ist und das schaffen sie nicht. Darüber wundern wir uns nicht, sondern akzeptieren, dass das so ist. Es ist eine Satire insgesamt. Man sollte einen Roman dazu schreiben. Ich wollte das machen, aber er war schon geschrieben. So konnte ich was anderes tun. Ich empfehle euch den sehr. Der ist von Zelter. Ich glaube, der heißt Joachim mit Vornamen. Aber das ist nicht ganz sicher. Aber Zelter heißt er. Schule der Arbeitslosen. Das ist tatsächlich ein Roman über diesen wahnsinnigen Peter Hartz mit seiner Job-Revolution. Den erzähle ich jetzt nicht, obwohl ich das gern würde. Vielleicht haben wir hinterher noch Zeit dafür, aber ihr könnt ihn auch selber lesen. Er liest sich schön. Dann gibt es einen weiteren Menschen, der uns Vorlagen gibt für satirisch-ironische, verrückte Weisen, Politik zu machen, die nicht diese Armutsstatistiken wiederholen und immer die gleichen Zahlen und immer die gleichen Beschwerden anbringen. Das ist Bertolt Brecht. Von dem habe ich sehr viel gelernt. Ich lese den auch immer zu und benutze den in Arbeitsgruppen, in Schulungen, in politischen Veranstaltungen. Das würde ich euch auch allen dringend empfehlen. Viele seiner Elemente sind zum Beispiel, er macht unpassende Vergleiche. Das ist eine ganz verrückte Form, dass zum Beispiel der Pass ist der edelste Teil am Menschen. Das ist klar, wenn man keinen hat, wird man nicht ins Land reingelassen, zum Beispiel. Das ist zur Zeit des Faschismus ein besonderes Problem gewesen. Und der Pass muss aber anerkannt werden als ein wirklich guter, rechtmäßiger und ordentlicher Pass. Insofern ist er ganz anders als die Menschen. Erstens kommen die Menschen leichtsinnig zur Welt. Niemand plant die so richtig, sondern plötzlich sind sie da. Und wenn sie gut sind, sind sie meist nicht anerkannt. Und so wird der Vergleich immer weiter getrieben, bis ihr anfangen muss, darüber nachzudenken, wie diese Gesellschaft ist und wie man den Vergleich so ernst nehmen kann, dass man die Gesellschaft verändert, dass der Vergleich was bringt oder stimmt. Aber das müsst ihr jetzt wirklich selber nachlesen. Wenn ich dies alles erzähle, sind die 2 Stunden rum und ich habe Teilzeitarbeit vergessen. Aber noch eins von Brecht, er beschäftigt sich sehr mit der Moral, mit der Funktion der Moral in den Haltungen und in der Politik und den Tugenden. Und eine meiner Lieblingssätze ist, das Wort gut hat einen schlechten Beigeschmack. Das wird dann weitergeführt, die besseren Leute, so komparativ von gut, ne? Die besseren Leute denken zum Beispiel über einen Arbeiter nach, ob er ein guter Arbeiter ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob er über sich selbst auch so denkt, dass er ein guter Arbeiter ist. Oder wann denkt eigentlich wer über den guten Arbeiter nach? Das wird so lange fortgetrieben in den Flüchtlingsgesprächen, bis man auch das Wort gut schlecht findet. Und dann danach sind, wie müsste eigentlich eine Gesellschaft sein, in der das Wort gut, was wir doch nicht preisgeben wollen, wirklich gut sein könnte und nicht eine Waffe im Klassenkampf gegen die Unteren und so weiter. Jetzt aber unser Thema. Und im Ganzen werde ich euch immer weiter fragen, wie machen wir Politik damit? Anstiften und oder gar eine Neigung dazu entwickeln, Teilzeit für Arbeit für alle für eine gute Losung zu halten. Ich werde das also so vorstellen, dass immer die Spannung von Sinn und Widersinn erkennbar ist, dass es also heiter ist und nicht etwa moralisch erzierend. Zeitarbeit für alle, also als zeitgemäße Unterwanderung festgefahrener Politik, steht in der Ankündigung, gewohnter Vorstellungen, eingerosteter Identitäten, Ungleichzeitigkeiten und Ungerechtigkeiten. Das hört sich schon ein bisschen schräg an zum Gewohnten mit den Statistiken. Es geht um ein gutes Leben für alles, wurde mehrfach jetzt gesagt. Das ist ja selbst, wie wir erneut in der Krise des Kapitalismus sehen, wirklich das Unverschämteste, was einem derzeit einfallen kann. Auf dem Weg dorthin gibt es enorme Hindernisse. Die sind ökonomisch, politisch, kulturell, aber schließlich auch solche, die in uns selbst liegen, in unseren Gewohnheiten vor allem, aber auch in unserem Denken.
wie dieses. Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Frauengruppe gescheitert bin, Teilzeitarbeit für alle in ihre Herzen zu verpflanzen. Die sind weitgehend gewerkschaftlich und das können sie nicht. Das ist einfach nicht möglich für sie. Aber darauf komme ich zurück. Ich wechsle also das Terrain nochmal. Die Gesellschaft, schreibt Marx, findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht. 1875 im Nachwort zu den Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln, bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht. Dass die kapitalistische Gesellschaft im Ungleichgewicht ist, sieht jeder. Selbst wenn sie selbst noch die Balance halten kann, aber der Satzteil mit der Sonne der Arbeit rutscht wieder borstig herunter und liegt schwer im Magen, jedenfalls bei mir. Er ruft Erinnerungen an Arbeiterlieder wach. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will und so. Die seltsam deplatziert sind, wo wir doch schon wissen, dass ein Tastendruck oder der Touch regiert und nicht der Arbeiter mit der Faust. Ohne Stärke, fast schwerelos. Zudem ist Arbeit selbst schon lange in Verruf gekommen. Mehr Last und Mühe als Freude und Genuss, also eher dunkel als hell. Oder wenn man das dann auch noch mit Arbeitslosigkeit zusammendenkt, ein Übel. Und doch gibt es auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr müsst bitte hinterher mir alle antworten darauf, ob das ein Echo tief in uns gibt, dass die Sonne der Arbeit die Kämpfe der Arbeiterbewegung doch weit überschreitet, ja in der Wirklichkeit auf das Gesamtprojekt der Menschwerdung zielt, als gemeinsame Tätigkeit. In der Arbeit, jetzt paraphrasiere ich Brecht, Marx, in der Arbeit betätigen sich Menschen, schaffen sich selbst, genießen das Leben, befriedigen ihre Bedürfnisse und entfalten ihre Liebesfähigkeit. Hört sich schon sehr komplex an, aber auch konkret. Und so konkret sich solche Bestimmungen anhört, so abstrakt erscheinen sie angesichts der Entwicklung der Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen und vor allen Dingen angesichts unserer gegenwärtigen Lage. Antonio Labriola, italienischer Kommunist, schreibt, die Geschichte könnte in einem Trauerspiel als Tragödie der Arbeit dargestellt werden. Das ist mein nächstes Projekt. Geschichte der Menschheit als Tragödie der Arbeit. Was die Menschen als gemeinsame Arbeit beginnen, ja, ihre eigene Entwicklung wendet sich gegen sie, verstärkt die Herrschaft über sie. Je reicher sie werden, desto mehr fallen sie in Armut. Im Laufe der Geschichte gestalten die Menschen nicht immer selbstbewusster ihre gemeinsame gesellschaftliche Arbeitskraft. Umgekehrt überfällt das von Menschen geschaffene Hinterrücks die Einzelnen, als hätten sie nichts damit zu tun. Wir können eine ganze Reihe solcher absurden Formulierungen sprechen und auch historisch begründen. Ich stifte euch jetzt gerade wieder an, immer solche absurden Formulierungen zu bauen, weil sie einen zum Nachdenken nötigen. Denn in der Arbeit kreuzen sich Herrschaft und Befreiung, Mühsal und Genuss, Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und Nichtentwicklung, Notwendigkeit und Freiheit. Seit etwa 30 Jahren rufen die Sozialwissenschaftler, ich weiß nicht, wie viele Soziologen hier sind, dann wissen sie es ziemlich genau, seit 84 tun sie das. Und der Gesellschaft geht die Arbeit aus. Als handelt es sich bei der Gesellschaft um ein Bergwerk, das erschöpft ist. Oder bei der Arbeit, es muss ein Bergwerk sein, in dem man Arbeit findet und die Gesellschaft, und jetzt ist es allmählich erschöpft und keine Arbeit mehr drin. Sie bemühen sich, einen Gesellschaftszusammenhalt anders zu finden, nicht über Arbeit, sondern vielleicht über Kommunikation oder über den Konsum und so das Trauerspiel in einem Wellness-Center zu beenden. Das ist jetzt zwar Mainstream-Theorie, scheint sich aber auch praktisch zu bewahrheiten. Denn inzwischen lehrt uns die Weltwirtschaftskrise das Fürchten. Ich lebe das halbe Jahr in Spanien, darum kriege ich das immer noch toller mit, als würde ich nur in Deutschland leben oder in Österreich. Die Meldungen über mehr und mehr Arbeitslose, täglich mehrere Tausend, füllen die Nachrichten. Gerade ist die Nachricht gekommen, dass Siemens gerade wieder mehrere Tausend allein in Deutschland entlassen wird. Angst schleicht sich in die Herzen der vielen. Wann wird es uns treffen?
Griechenland kriegt ihr jetzt alle immer mit. In Spanien, da wo ich bin, sind 50% der Jugendlichen arbeitslos und kriegen also überhaupt gar keinen Eintritt in die Gesellschaft. Verzweifelt versucht man, sich an den Arbeitsplatz, soweit noch vorhanden, zu klammern, alle weiterreichenden Wünsche zu vergessen und ist bereit zu vielem. Wo immer wir hinsehen, zeigen sich uns die Dinge doppeldeutig. Denn Arbeitslosigkeit ist ja nicht einfach ein Mangel und Anzeige für Armut, Beleg, dass das Bergwerk leer ist, wie so ein Silberbergwerk oder so. Sie ist nach der anderen Seite hin nichts anderes als der Nachweis, dass sich die Produktivkräfte der Arbeit so weit entwickelt haben, dass wir die notwendige Arbeitszeit für das Überleben erheblich reduzieren können. Sie zeigt also Reichtum an. Freilich nicht für diejenigen, die arbeitslos werden. Wenn gesellschaftlich weniger Arbeit für das Notwendige gebraucht wird, wären die Menschen freigesetzt, endlich die vielen Tätigkeiten aufzunehmen, zu denen aus purer Not in der Form der Überarbeit bislang die Zeit nicht reichte. Dass sich die Menschen des Wenigerwerdens von notwendiger Arbeit nicht freuen können, dafür sorgt wiederum ihre kapitalistische Formbestimmung als Lohnarbeit. Nur wer sich seine 8 Stunden oder mehr, übrigens war das in meiner politischen aktiven Zeit, waren das schon sehr viel weniger als 8. Aber jetzt sind es wieder 8. Nur wer sich seine 8 Stunden oder mehr zur Verfügung stellt, kann auf Anerkennung, entsprechende Entlohnung, Wertschätzung und Teilhabe hoffen. So bedeutet Arbeitslosigkeit eine Freisetzung als Beraubung. Das sind wieder Vorschläge, wie wir sprechen wollen. Freisetzung als Beraubung, eine Tragödie diesmal für die Arbeitenden. Wir gehen davon aus, dass wir inzwischen nur mehr einen Bruchteil an Arbeitsstunden für die gleichen Produkte einsetzen müssen und bei gewachsenem Niveau an Lebensstandard jedenfalls weit weniger als die Hälfte. Und dass dies auch weltweit durchsetzbar wäre, weil sich die Produktivkräfte und das nötige Know-how in absehbarer Zeit verallgemeinern lassen. In dieser Situation fordert etwa die bundesdeutsche Regierung, unsere, eines der reichsten Länder, das auch in bittere Armut gefallen zu sein scheint, eine Verlängerung der wöchentlichen und vor allem auch der Lebensarbeitszeit mit der Behauptung, so Arbeitsplätze zu sichern. Ich werde immer unglaublich wütend, wenn ich solche Sätze höre, weil ich gar nicht verstehe, wieso nicht ein Aufschrei durch das Land geht. Weil die Widersinnigkeit dieser Behauptung ist doch so offensichtlich, dass Angst und Verzweiflung die Menschen taub und stumm gemacht haben müssen, dass sie eben nicht weithin hörbar gemeinsam schreien. Dabei hält die Regierung fest an einem Arbeitsmodell, das von einem 8-Stunden-Tag ausgeht, ohne dass für alle ein solcher Arbeitsplatz vorgesehen ist. Und auch jetzt gibt es immer noch keinen Aufschrei im Land, sondern weiter beherrscht Einschüchterung das Feld, die die Einzelnen dazu bringt, zu hoffen, die Regierung wisse schon, was in der Krise zu tun sei. Dies gegen alle Erfahrung. Die lange Zeit von Hartz IV bei uns, habt ihr übrigens auch sowas wie Hartz IV? So ähnlich, gut. Die lange Zeit von Hartz IV bei uns hat zudem ein Flachland an Resignation und Lähmung hervorgebracht, allenfalls unterbrochen von trotzigen Rufen einiger weniger, dass Arbeitslosigkeit ja das Recht auf Faulheit gewähre. Die Rufe werden in der Bedrohtheit durch die Krise leiser. Solidarität schrumpft, rette sich wer kann. Wie können und wollen wir in dieser Lage Politik machen? Wir agieren aus der Position der Schwäche, aus dem Nicht-Mainstream. Wir können andere nicht überzeugen, wenn sie es nicht selber tun. Wir wollen Menschen zum Nachdenken in eine Bewegung bringen, die sie selber wollen können. Das wäre dann jetzt also die im Titel versprochene Unterwanderung von festgefahrener Politik, von gewohnten Vorstellungen, eingerosteten Identitäten und Ungleichheiten und Ungerechtigkeit. Teilzeit für alle. Diese Formulierung bezieht uns alle ein. Und wie wir uns in den Verhältnissen eingerichtet haben, wie wir dann Losungen schmieden, etwa nach dem Recht aller auf einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz. So läuft das bei uns. Das sind jetzt die linken Gewerkschafter. Oder wenn wir das nicht haben können, was ja jedermann weiß, wenn er einmal auf die Entwicklung der Produktivkräfte geblickt hat, beziehungsweise selber mal durchrechnete, wie viel Zeit gebraucht wird,
wurde noch vor wenigen Jahrzehnten, als wir schon um die 38-Stunden-Woche stritten, ein Auto zu bauen. Wie wenig es jetzt ist, wie viele Autos schon überflüssig da sind, wie ökologisch schädlich sie sind und so weiter, wenn wir dann die Richtung ändern und statt des Arbeitsplatzes wenigstens ein Grundeinkommen fordern. Eine bescheidene Forderung, die nur mehr ums bloße Überleben streitet und in einer entwickelten Gesellschaft darum ringt, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und die Mittel für eine minimale Existenz ohne demütigende Kontrolle von oben zu haben. Mir ist diese Forderung zu bescheiden. Ich streite mich immerzu mit den, auch hier schon in Wien. Es fordert kaum zum Umdenken heraus. Es trifft uns nicht in unseren gewordenen Sicherheiten. Es erscheint vielmehr als eine Fortsetzung der seit dem Mittelalter gewährten Almosen und Armenspeise der Wohlfahrt von oben. Eingreifender, weil verknüpft mit den Mindesterwartungen an eine Zivilgesellschaft, scheint mir die Forderung von Rosa Luxemburg, dass die sozialen Garantien des Lebens selbstverständlich sind für alle, damit sie in der Lage sind, sich um die lebenswerten und notwendigen Bereiche des Lebens zu kümmern, sich in die Politik einzumischen. Wie wäre es dann jetzt mit der Losung Teilzeitarbeit für alle? Die Losung muss zunächst auf den empörten Widerstand der meisten treffen, vor allem derjenigen, die noch einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz haben, auf dem sie sich schon eingerichtet haben, im Zeitverbrauch, in häuslicher Arbeitsteilung, im Lebensstandard. Lange wurde zudem gewerkschaftlich gegen Teilzeitarbeit gekämpft, weitgehend erfolglos. Sie breitet sich aus. Wir kennen die meisten Zahlen, die weiß ich auch nicht für Österreich, aber bei uns ist 70% der Teilzeitarbeitsplätze haben Frauen inne. Das macht ihren Ruf noch schäbiger. Das weiß man ja, dass wo Frauen sind, ist offensichtlich nicht wirklich Vollwertiges. Teilzeitarbeit, das ist Armut. Ausweglosigkeit, es gibt keine Sicherheit und schon gar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Teilzeitarbeiten heißt nicht nur, keiner ernsthaften Arbeit nachzugehen. Es heißt auch, als Gesellschaftsmitglied versagt zu haben. Soll also solche Politik das Elend der Teilzeitarbeiterinnen für die gesamte Gesellschaft beschwören? Jeder weiß, mit so wenig Einkommen kann keine auskommen, sodass sich weitere negative Einschätzungen an diese billigen Jobs heften. Zuverdienerin zum Beispiel. Oder gar das Ressentiment, dass Teilzeitarbeit sich jemand nur leisten kann, die zugleich andere für sich arbeiten lässt. So schrieb jemand, typisch für viele, als Kommentar zur Arkandor-Pleite, das war Karstadt. Der schrieb in der Taz, wenn Frauen 70% aller Niedrigjobs übernehmen, spricht dies nicht gerade für die Bereitschaft, berufliche Verantwortung zu übernehmen, sondern eher für die Möglichkeit, sich den Luxus leisten zu können, etwas für sich hinzuzuverdienen und ansonsten den Partner für sich arbeiten zu lassen. Abgesehen davon übernehmen Männer 70% aller Überstunden und 100% aller lebenszeitverkürzenden Jobs. Schlechter Ruf, zu wenig Geld, keine Sicherheit, keine Anerkennung, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Kurz, Teilzeitarbeit scheint auf den ersten Blick genau das, was wir nicht wollen. Arbeit als sinnloser Job, bloße Kräfteverausgabung gegen ein kleines Entgelt, Restarbeiterinnen im System. Jetzt kennen wir, glaube ich, so ziemlich alle Argumente gegen Teilzeitarbeit. Aber Teilzeitarbeit für alle ist nicht einfach eine unwillkommene Anerkennung jetziger Teilzeitarbeit und eine Absage an die Kämpfe dagegen. Es ist in sich eine Stolperlosung. Es ist also eine dialektische Losung. Denn schon nach wenigen Sekunden, hoffe ich, merkt man, dass der Satz selbst unsinnig ist. Teilzeit für alle kann ja gar nicht länger Teilzeit sein. Verwandelt sich sozusagen schon beim Sprechen in Vollzeit und stiftet sogleich an, über Vollzeit nachzudenken. Der Begriff bläht sich bedrohlich auf, verschlingt unser Leben. Wollen wir wirklich diesen 8-Stunden-Erwerbsarbeitstag, womöglich mit Überstunden? Rennen, rackern, rasen, wie dies Peter Hartz schon früh für uns vorsah?
ausgepowert und abgeschlafft am Abend, keine Zeit für Familie und Freunde, für Kultur und schöpferische Muße, schon gar nicht für Politik. Das lassen wir uns für uns von anderen machen. Wie wäre es denn, die geringe Achtung, die die Teilzeitarbeit hat, auf die Vollzeitarbeit zu verschieben? Und die Kraft darauf zu richten, die Minderwertigkeit der Teilzeit zu ersetzen, zunächst durch Aufwertung und Erkämpfung aller Rechte. Einmal in Bewegung gekommen, können sich alle daran setzen, sich einen neuen Arbeitstag anzuprobieren. Wie wäre es, wenn man in der herkömmlichen Erwerbsarbeit nur mehr 4 Stunden zubrächte und über die frei gewordene Zeit selbst verfügen könnte, statt andere einseitige Verfügung zuzulassen? Das Leben ist mehr als Erwerbsarbeit. Ihre Bedeutung gehört abgewertet. Das Miteinander, die Aufeinanderangewiesenheit, braucht unbedingt mehr Zeit, nennen wir sie Zeit für Kinder, Alte, Nächste, Freunde, Geliebte und für alles Lebendige um uns, das mehr und mehr verkommt. Dass wir das nicht so ohne weiteres verschieben können, stößt auf die politökonomische Grenze der Kapitalverhältnisse. Noch lassen sich größere Profite erringen, wenn weniger Menschen länger arbeiten und ihre Leben ganz den Kompetenzen, die es zum Profitmachen braucht, verschreiben. Und wenn Sie dieses in der Schule lernen, als im Augenblick stattgefunden habende Bildungsreform. Aber wir könnten als anzustrebendes Ziel uns vorstellen und einfordern, dass auf jedem Vollzeiterwerbsarbeitsplatz 2 Menschen sich die Arbeit teilen. Das erledigt zugleich das Problem der Arbeitslosigkeit. Wir hätten dann mehr Arbeitsplätze als Menschen, die sich darauf bewerben. Und so können wir uns auch endlich der Qualität der Arbeiten und ihrer Angemessenheit an menschliche Fähigkeiten und ihre Entwicklung zuwenden. Ich weiß nicht, ob das allen noch gegenwärtig ist, weil nicht so alt seid wie ich, aber in den 70er Jahren war es ganz selbstverständlich, dass wir über Humanisierung der Arbeit nachdachten. Das ist schon ewig, ewig verschwunden, weil man ja um die Arbeitsplätze ängstlich kämpft und nicht darüber nachdenkt, wie sollen sie eigentlich sein, dass sie humanisierend sind, nämlich entwickelnd, nicht repetitiv, nicht überfordernd, nicht anstrengend, nicht alle Zeit in Anspruch nehmen. Und so gab es wunderbare Werkstätten über die Utopie der möglichen Arbeit. Das ist sehr gut nachzulesen, aber damals waren wir auch schon bei 38 Stunden. Und dieses Projekt war übrigens regierungsunterstützt, Humanisierung der Arbeit. Die neuen Teilzeitarbeitsplätze sollten langfristig am besten quotiert sein nach Geschlecht. Das bringt die unterschiedlichen Erfahrungen, die alle aus ihrem Leben mitbringen, humanisierend ein. Gemeinsam kann die Qualität der Erwerbsarbeit verbessert werden. Es sollen gute Arbeitsplätze sein und ihr Zuschnitt nicht so, dass alles schlecht auf einem Haufen landet, auf dem anderen nur das qualifizierte, herausfordernde, kreative. Als ich in Leipzig das erste Mal die 4-in-1-Perspektive vorstellte, die meist, die ja hier schon kennen, wie Andreas gesagt hat, meldete sich eine Frau und sagte, es ist absolut wunderbar, eine ältere Frau, es ist absolut wunderbar, das machen wir ab sofort, aber das gilt natürlich nur für die Massen. Für die sollten wir das einrichten, aber die qualifizierten Menschen wie ich bin Oberärztin im Krankenhaus, wir natürlich haben also solche fantastischen Qualifikationen. Wir sind die Elite, wir können nicht bloß 4 Stunden unsere qualifizierte Arbeit zur Verfügung stellen. Und indem sie dieses sagte, sagte sie ungesprochen gleichzeitig, und es soll so bleiben. Die Unqualifizierten können diese neuen Projekte mit 4-in-1 machen und die anderen behalten die Qualifikation, die Elite setzt sich fort, so. Es ist klar, dass es für einen anderen Zuschnitt der Arbeitenden ebenso die Zustimmung aller braucht, wie eine Politik um Arbeit, die dies auch verfolgt. Solche Veränderung der Arbeitsteilung braucht die Veränderung der beteiligten Personen. Selbstveränderung, die man selber in die Wege leitet. Es lässt sich nicht als Diktatur machen. Die außergewöhnliche Humanisierung, die so in die Einzelarbeiten käme, setzt sich fort in der Zuständigkeit aller für alles, für alle Lebensreproduktion,
welches ja die Entfaltung sozialer Fähigkeiten bedeutet. Veranschlagen wir dafür weitere 4 Stunden, so ist nicht einzusehen, warum solche Menschlichkeit nur dem weiblichen Geschlecht zukommen soll. Es betrifft ebenso alle Männer im Sinne einer Bereicherung und Verantwortung. Weil Ökonomie und Politik gegen solche Verschiebung an den alten, jetzt in große Krise geratenen Verteilungen festhalten wollen, liegt es unmittelbar auf der Hand, dass die Einrichtung der Gesellschaft, was wir Politik nennen wollen, von allen gelernt und gemacht werden muss. Das ist ein Experiment. Das gibt es nicht als Rezept. Man kann das nicht irgendwo herkriegen. Wie machen wir das, dass alle sich politisch betätigen? Dafür brauchen wir aber weitere 4 Stunden, um die verfahrenen und in einer Sackgasse steckende Gesellschaft in eine lebendige, demokratische Gesellschaft zu verwandeln. Und jetzt erst, nachdem diese gesellschaftlich notwendigen Dinge geordnet sind, können wir auch daran gehen, die Träume unserer Jugend, das, was in uns schlummert, in die Wirklichkeit zu bringen und in Muße und Genuss, in Anstrengung und Freundlichkeit uns selbst als Zweck setzen. Die Künste ausprobieren, malen, musizieren, tanzen, erzählen, Theater spielen. In dieser 4-in-1-Perspektive wird selbstverständlich klar, dass Teilzeitarbeit für alle die unbedingte Losung ist. Sie ist selbst ein Lernprozess, eine Herausforderung an uns alle, die uns zum Nachdenken über unsere Gewohnheiten und Vorurteile anstiftet, die zugleich eine Selbstveränderung in Gang setzt, die uns bewusst macht, dass wir ein anderes Zeitregime für unsere Lebensweise brauchen, das wir gemeinsam erstreiten müssen. Formulieren wir die Forderung jetzt um in die einfache Forderung nach radikaler Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, der jeder mit Kraft und Leidenschaft zustimmen kann, weil wir die anderen Stunden brauchen für die Freiheit einer bewussten Verfügung über ein gemeinsames Humanisierungsprojekt, in dem klar ist, dass es keine Herabwürdigung des Lebens und der Personen ist, einer Teilzeitarbeit nachzugehen, sondern die derzeit einzige Möglichkeit ihrer Würdigung als Menschen. Teilzeit ist die neue Vollzeit. Womit beide Begriffe aufgehört haben, etwas sinnvoll zu bezeichnen und beständig zu sein. An ihre Stelle rückt die Forderung nach einem menschlichen Leben mit Zeit für die Erledigung des Notwendigen, des Sich-Kümmerns um Leben und seine Bedingungen, um die eigene Entwicklung und die notwendige Muße, um die politische Gestaltung und Einrichtung der Gesellschaft. Teilzeitarbeit für alle ist eine Losung, die ständig beraten werden will. Sie ändert das gültige Zeitregime, sie löst das Problem der Arbeitslosigkeit, sie zielt auf Frauengleichstellung, auf die Verbesserung der Arbeiten, auf ein gutes Leben, auf eine Einmischung aller in die Politik. So also fallen endlich Selbstveränderung und Veränderung der Gesellschaft zusammen. Aber was geschah auf dem Sozialforum, zur Eröffnung ich solche Überlegungen vortrug? Nach wilder Diskussion, es war unglaublich, viel für, viel dagegen, meldeten sich endlich die Vertreterinnen von Verdi. Angestrengt, aber wohlwollend. Wir möchten ja gern mit dir Politik machen und dich zu uns einladen, aber Teilzeitarbeit, das können wir einfach nicht. Kannst du nicht wenigstens Halbzeitarbeit sagen? Man hört, hoffe ich, dass die Teilzeitforderung wie ein fernes Echo im Raum ist, aber das Feuer irgendwie bürokratisch erloschen. Bringen wir das also wieder zum Brennen. Ich wollte jetzt einen Punkt machen, Andreas, was hältst du davon? Ja. Gut. Ich antworte erstmal ja, eine Runde, bitte. Weil fast alle Fragen, nein, alle Fragen sind, haben auf eine für mich und mein Denken eigentümliche Weise den Standpunkt der Regierung, die das nicht zahlen kann oder Unternehmen, die das nicht zahlen kann. Und wie soll denn das gehen? Und wäre es nicht dann besser, gleich den Kapitalismus abzuschaffen oder die Arbeit abzuschaffen oder Ähnliches, sodass ich... In irgendeiner Weise sind wir mitten in dem Punkt, von dem ich hoffte, dass ihr mich darin belehrt, wie machen wir eigentlich Politik?
Was also, wie denken wir uns die Transformation dieser Gesellschaft, in der wir doch, die wir doch nicht wir hier im Raum alleine machen und die anderen sind, haben sich noch nicht dazu durchgerungen, sondern wie denken wir uns, wie gesellschaftliche Transformation möglich wäre? Und mein Ansatzpunkt war, es wird überhaupt nichts sich bewegen, wenn wir nicht die ganzen Menschen zur Zustimmung bringen, dass sie die Sache in ihre Hand nehmen wollen. Wie machen wir das? Es gibt doch keine andere Möglichkeit, als Politik von unten zu machen. Also ist es ein Hegemonieproblem. Wie kriegen wir die Zustimmung der meisten Menschen für eine Änderung dieser Gesellschaft, die nicht vollkommen wahnsinnig ist? Ich habe nicht gesagt, dass es vollkommen wahnsinnig ist, sondern es klingt so. Also wie kriegen wir also die Zustimmung der Menschen? Es muss ja zugleich an ihren Bedürfnissen anknüpfen. Es muss für sie denkbar sein und es muss erstrebenswert sein. Es muss sich verbinden mit einer Perspektive, die sie wollen können, die sie bejahen können, wie sie ihr Leben einrichten wollen. Also ich zum Beispiel, seit ich die 4-in-1-Perspektive vor inzwischen doch auch schon wieder 8 Jahren durch die Lande reisend vertrete, spreche, wo immer ich bin, darüber, weil in der Linken, in der ich auch bin, die Auffassung relativ dominant ist, das, was du sagst, werden unsere Schleckerfrauen oder wären die für uns, für die wir zuständig sind, Arbeitenden, nicht wollen. Damit können wir nicht kommen. So geht es nicht. Unsere Politik muss anders sein, gewissermaßen ihnen Wohltaten verschaffen, ihre Bedingungen ein wenig verbessern, einen Mindestlohn für sie fordern. Das ist nicht meine Idee, wie man Politik macht. Meine Idee ist, dass die Einzelnen alle es wollen müssen, können müssen. Und wie die Frage an euch war, wie machen wir denn das, dass sie dem zustimmen? Also ich zum Beispiel, ich fahre also mit der S-Bahn oder U-Bahn oder sowas. Gerade komme ich aus einer Vorstandssitzung, wo der entsprechende Vertreter der Gewerkschaft gesagt hat, habe ich nicht verstanden, was du willst, aber außerdem, wenn ich zu meinen Frauen gehe, das sind nicht etwa sein Harem, sondern die Arbeiterinnen, werden das nicht verstehen. Ich sitze in der U-Bahn, es befinden sich dort drin eine Gruppe von Arbeiterinnen von Schlecker. Ich springe auf und sage, jetzt kann ich mal mit euch reden. Und sie waren ganz aufgeschlossen und sagen, ja, und ich sage, ich wollte euch die 4-in-1-Perspektive vorstellen, um zu sehen, ob ihr das versteht, weil ich gerade gehört habe, dass nein. Aufgeregt saßen sie alle dort und ließen sich, das ist ja einfach. Die 4-in-1-Perspektive ist so ein einfaches und vernünftiges Konzept. Es bedeutet nichts anderes, dass ein jeder sein Leben so einrichtet, dass er in 4 Bereichen tätig ist, von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit und den gesellschaftlichen Gesamttätigkeiten. Das ist der Bereich der Erwerbsarbeit, solange wir Lohnarbeit und Kapitalismus haben, aber auch danach brauchen wir die notwendigen Tätigkeiten. Das ist der Bereich des, was meist Frauen tun, die Versorgung, die fürsorgliche Tätigkeit für alte, kranke Kinder und so weiter und für sich selbst. Das ist dann der Bereich des Politischen, falls wir nicht glauben, dass die Politik für uns gemacht wird, falls wir uns wirklich unzuständig erklären für die Art, wie Gesellschaft gestaltet wird. Und das ist der Bereich, der immer vergessen wird und für Frauen sowieso, der eigenen Entwicklung, der Entwicklung der eigenen in uns schlummernden Tätigkeiten, die ein jeder hat. So, das ist ganz einfach, das ist ganz vernünftig, das versteht jeder sofort, selbstverständlich auch die Schleckerfrauen. Sie verstanden es sofort und sagten, wann kommst du zu uns und sprichst vor unserer Belegschaft, wir wollen das. Und im Krankenhaus, wo ich leider zu oft bin, habe ich es den Schwestern vermittelt, sagten, oh ja, dann habe ich gesagt, gut, das scheint mit dem niedrigen Stand zu tun zu haben. Das eine sind Arbeiterinnen, das andere sind Schwestern. Versuche ich es mal beim leitenden Personal. Gehe zum Chefarzt und sage, wie wäre das mit der 4-in-1-Perspektive? Und er sagte, was ist das? Ich erkläre es in dieser einfachen Weise, was er dann natürlich auch versteht. Und er sagte, sofort, wo kann ich unterschreiben? Das Geld, was ich hier verdiene, brauche ich sowieso nicht in diesem Ausmaß.
Aber ich könnte mit meinen Söhnen Skilaufen, spielen, Sport treiben. Ich könnte mein Cello wieder aus dem Keller holen und musizieren. Das ist absolut fantastisch. Kann ich dem Verein beitreten? Jetzt gibt es natürlich da drin jetzt die Frage, wie kriegen wir das dann so zusammengebaut? Aber als Gramscianerin, als die ich mich verstehe, denke ich, wir arbeiten im Stellungskrieg. Das heißt, wir machen, oder Luxemburg, das gehört zu unserer Tagespolitik, dass wir ständig wie Maulwürfe unterwegs sind und unterwandern dieses festgesetzte und festsedimentierte. Es muss ein Vollzeiterwerbsarbeitsplatz sein, nur der gibt das nötige Geld. Oder ich habe den Standpunkt der Unternehmer, ich will nicht mehr zahlen, als ich jetzt schon zahle. Was ist das für ein Standpunkt? Merkwürdig für euch, die ihr doch nicht Unternehmer seid. Wir haben doch die Gesellschaft vor uns, vorübergehend, jetzt mal auf dem Reißbrett und sehen, es gibt so und so viele gesellschaftliche Gesamtarbeit. Wir sind nicht so borniert, dass wir sagen, als Gesamtarbeit zählt nur, was Lohn bringt. Nein, wir nehmen alle Tätigkeiten. Das zusammen ist die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Nun verteilen wir das gleichmäßig auf die Mitglieder und entsprechend die Kompetenzen und so weiter. Wieso soll das plötzlich so sein, dass die einen jetzt nicht mehr leben können? Die lebten doch auch vorher. Die mussten Arbeitslosigkeitsgeld kriegen und Hartz-IV-Bezüge und sonst was. Die sind doch nicht einfach alle aufs Eis geschickt. Oder wie in dem Roman von Zelter, werden die hinterher auf Schiffe verladen und die gehen nach Afrika und werden nie wieder gesehen. So ist doch die Gesellschaft gar nicht, sondern unsere nicht mehr. In anderen Ländern ist sie schwieriger. Aber dass wir jetzt die Konzepte nicht mal von uns aus machen sollen, dass wir sagen, die gesellschaftliche Gesamtarbeit wird so verteilt, dass nicht alle Qualifikationen auf einem Haufen sind, dass keine Eliten herausgebildet werden, dass alle sich beteiligen können, dass alle in alles verwickelt sind. Und als Frauen sowieso sind wir es endlich leid, dass selbstverständlich die Sorge für die Kinder, für die Alten und so auf den Töchtern und Müttern und Frauen liegt, auch wenn sie dabei diese Frage der Selbstentwicklung alle abgeschrieben haben. Das ist Luxus, das können sie sich einfach nicht leisten. Sondern sie messen sich das an, sagen genau, wir spielen jetzt auch Theater und ich wollte immer schon mal ein Instrument lernen oder wie Goethe, 13 Sprachen und 4 Berufe oder so. Was immer in den Einzelnen schlummert, dafür braucht es Zeit, sodass die Hauptidee doch von uns, die wir von unten arbeiten, ist, alle zu gewinnen für ein solches Projekt und uns die Frage der Verfügung über Zeit zu stellen. Also Politik, um Zeit zu machen als zentrale Kampfrichtung. Und da wisst ihr doch, soweit ihr Frauenkämpferin seid, auch, dass die Verfügung über Zeit in der Familie beginnt als Verfügung über fremde Arbeitskraft und sich durchzieht mit dieser Frage, das ist die marxische Formulierung da drin, in der Familie haben wir in Keimform alle Elemente wie später in der größeren Ökonomie, indem dort nämlich die Verfügung über fremde Arbeitskraft durchgeführt wird, der Männer über die Frauen. Aber das wisst ihr ja auch, dass das in der Gesamtgesellschaft dann anders sich und weiterentwickelt, aber dieses stimmt doch immer noch. Es geht doch um die Verfügung über Zeit. Und wenn wir über Zeit sprechen, sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir angefangen haben. Wir können uns nicht mehr als 4 Stunden in der Lohnarbeit leisten, weil wir die anderen Bereiche alle auch abwandern müssen. Und jede Lösung, das war die eine Frage, warum ich nicht sage Verkürzung der Arbeitszeit. Abgesehen davon, dass ich das gesagt habe, es beginnt mit radikaler Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Ist das nicht genug? Weil jedes dieser Bereiche für sich genommen langfristig reaktionär ist. Sie gehören zusammen. Alle müssen zugleich angegangen werden. Wenn wir nur die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bestimmen, bleibt doch im Übrigen alles beim Alten. Wenn wir diese Kampagne verfolgen. Wenn wir nur die Frage der Mütter regeln, schmieden wir, wie Bloch das sagt, fesseln wir das weibliche Geschlecht auf ewig ans Kreuz der Geschichte. Das ist doch vielleicht auch nicht unsere Idee. Wenn wir nicht die Frage der Selbstentwicklung gleichzeitig in die Politik der Zeit nehmen,
haben wir die Ausbildung der menschlichen Möglichkeiten in einer Elite und der Rest hat Brosamen oder nichts. Und wenn wir die Politik nicht in unsere Aufgabe auch zeitlich reinnehmen, bleibt es genauso, wie es jetzt geregelt wird. Krise auf Krise. Und wir haben da drin nichts zu sagen, aber wir können die Folgen ausbaden. Gestern gab es doch den Film über Stuttgart 21, wo dann 30 Milliarden als Vorschuss, wie nennt man das, wenn das hinterlegt werden muss als Kaution, ist es nicht sowas, ja? 30 Milliarden und dann alle da drin sagen konnten, das können unsere Kinder und Kindeskinder nicht abzahlen. Das bleibt als Schuld auf allen. Sie werden alle immer ärmer, wenn wir jetzt nicht in die Politik einmischen, dass sowas nicht möglich ist. Und natürlich muss man das lernen. Natürlich ist das ein Experiment. Aber kurz, es wundert mich, dass ihr gleichzeitig bereit seid, ins Utopische zu gehen und zu sagen, wir schaffen den Kapitalismus ab und Arbeit. Und gleichzeitig nicht bereit sind, in dieser jetzigen Gesellschaft zu sagen, unter diesen Bedingungen müssen wir folgende vier Pfosten gleichzeitig angehen und Politik um Zeit machen und dann versuchen, so viel als möglich dahinter zu kriegen und dann zu sehen, wie wir das ganze Schiff bewegt kriegen. So, Punkt. Ach, es war noch die Frage drin, ist nicht das zu viel? Nein, das zu wenig an Arbeit, allein schon so zu sprechen, ist nicht das zu wenig an Arbeit der Tatsache, also die vielen Entlassungen bei Siemens und anderswo, ist das nicht der Tatsache zuzuschreiben, dass die Lohnarbeit weitgehend in den globalen Süden verschoben wird? Sicher wird sie das auch, aber so einfach geht das ja nicht. Ne? Aber ihr könnt es doch selber ausrechnen, wenn man für ein Bau eines Autos, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es ist, aber es war ungefähr 4 Wochen und jetzt 2 Tage, also vor einiger Zeit waren es 4 Wochen, davor war es noch mehr, die man dafür brauchte und jetzt sind es 2 Tage. Dazwischen ist Arbeitslosigkeit, unabhängig von dem globalen Süden, in den wir die Sachen verschieben, jede Menge Arbeitslosigkeit. Vor Anfang dieser Woche hat der Papst seine Umweltenzyklika veröffentlicht. Und in dieser Enzyklika gibt es auch ein paar Seiten zum Thema Arbeit. Das, was er da über Arbeit sagt, das klingt fast so ähnlich wie das, was Marx über Arbeit sagt. Er bringt damit aber, also in dieser Umweltenzyklika bringt er das Thema, dass so Erwerbsarbeit nicht weiter gemacht werden kann, wie sie jetzt betrieben wird, in Zusammenhang mit Umweltproblemen, in seiner Diktion mit der Bewahrung der Schöpfung. Und auch er, so verstehe ich diese Seiten, geht davon aus, dass man sozusagen Leben neu denken muss, weil das, worüber Sie sprechen, also diese 4 Perspektiven, da geht es ja darum, geht es um Lebenszeiten, es geht eigentlich um Leben und das, was wir eigentlich wollen mit unserem Leben. Das finde ich interessant. Ich weiß nicht, inwieweit Ihnen das bekannt ist, aber meine Frage ist die, wie ist das denn eigentlich mit politischen Allianzen? Also das, was ich da entnommen habe, soweit ich da reingeschaut habe in diese Enzyklika, hieße, und das ist also für mich wirklich sehr interessant, hieß es vielleicht Allianzen zu suchen mit Partnern, wo man zumindest in Teilen übereinstimmen könnte. Es steht in dieser Enzyklika wahrscheinlich auch sehr viel drin, womit wir uns schwer tun würden. Ich muss eine aktuelle zu diesem Zelterbuch Schule der Arbeitslosen sagen. Der österreichische Außenminister hat vorgeschlagen, dass die Arbeitslosen in Entwicklungshilfe geschickt werden. Und eine Frage noch zur Humanisierung der Arbeit. Ist das analog zu verstehen zu Illichs konvivialen Arbeitsbedingungen, die ja noch ein bisschen weiter geht hinsichtlich der Gestaltung der Arbeit?
Ich hätte eine Frage, und zwar, ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute, die einen Job haben oder einen Job, also derzeit keinen Job haben, weil sie grundsätzlich Arbeitnehmer sind, das Ganze verstehen. Meine Frage ist, wie bekommt man gleichzeitig die Arbeitgeber ins Boot, sodass die auch alle der Meinung sind, man müsste den Leuten dann auch das Gehalt für einen Vollzeitjob weiterzahlen und vielleicht auch eben, wie man die Gewerkschaften dazu ins Boot bekommt. Welche Argumente gibt es da, die mir jetzt nicht gleich einfallen? Okay, also bei mir zu dieser 4-in-1-Perspektive und eben zur Teilzeitarbeit ist Folgendes dann in meinem Kopf so losgegangen. Das kann ich auch nicht verstehen. Das, ah. Welcher Teil von Österreich ist das? Wien. ich werde versuchen, deutlicher zu reden. Sonst einfach nochmal dazwischen reden. Okay, ich glaube, dass Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, nur deswegen funktionieren kann, weil die meisten Menschen Vollzeit beschäftigt sind und kein glückliches Leben haben und auch nicht wissen, wie gut das Leben überhaupt sein könnte. Jetzt geht's eben in dem Modell von 4-in-1, das klingt jetzt nicht ursuper wunderbar für mich, aber schon um einiges besser, und Menschen haben da einfach eine Chance, mehr Selbsterfahrung, mehr einfach glücklich sein im Leben und irgendwie die Sachen machen, die gut tun. Und ich frage mich, inwiefern Menschen noch beim Schlecker arbeiten werden, wenn sie diese Möglichkeiten haben. Weil beim Schlecker arbeite ich nicht, weil ich mir denke, boah, die Erfüllung meiner Träume, ich wollte immer schon beim Schlecker arbeiten. Und so, ja, ich hoffe, das ist ein bisschen klar, was ich damit meine. Inwiefern dann nicht die Gefahr wäre, dass Kapitalismus an sich nicht eh in Frage gestellt wird, wenn Menschen mehr Möglichkeiten dazu haben, glücklich zu sein, als in einem Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert. Dann ist meine nächste Überlegung, wenn Kapitalismus in Gefahr ist, dann wird das nicht passieren, weil der einfach ziemlich fix steht von den Menschen, die halt einfach Macht haben in unserer Welt. Und dann wiederum bin ich, da war es eigentlich vorher aus mit meinem Gedanken, und dann bin ich zu dem gekommen, was du eben gesagt hast, von wegen, man muss halt dazu kommen, dass alle dafür sind, dass sich die Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt, und wenn man alle dazu kriegt, außer vielleicht die ganz wenigen Leute, die von einem Kapitalismus, wie es ihn jetzt gibt, profitieren, dann kann sich vielleicht, also dann glaube ich auch, dass sich da vielleicht doch was tun kann. Genau, und was meine Frage dann im Endeffekt ist, ob es nicht doch, ich rede schon sehr lange, ja, glaube ich. Ja. Ja, okay, ich bin gleich fertig. ob es im Endeffekt nicht doch zumindest einen heimlichen Plan hinter dem Ganzen gibt, E-Kapitalismus zu überwinden. Ich finde es wunderbar, dass du über Fantasie sprichst, statt Statistik. Aber in einem Punkt habe ich das Gefühl, müsste man doch noch mehr Fantasie aufwenden. Und das ist die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich verstehe einfach nicht, warum du da so einen Gegensatz feststellst und sagt, das ist eine viel zu bescheidene Forderung. Ich sehe eher umgekehrt, dass die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeigentum eigentlich die radikalere wäre als nur einfach Teilzeitarbeit. Und dann könnte man sagen, okay, wir sind alle einfach nur noch tätig. Wenn ich bin Pensionist, ich kriege sozusagen schon ein bedingungsloses Grundeinkommen und bin jeden Tag heftig tätig, komme endlich zu dem, was ich eigentlich tun will und schon immer tun wollte. Ich glaube, es wäre auch nicht notwendig, dass man alle Menschen für diese Idee gewinnt, mit dieser
Arbeitszeitteilung oder Teilzeitarbeit, wie immer man es nennen will. Denn ein Umschwung entsteht ja auch schon in einer Demokratie, müsste er entstehen, wenn die Mehrheit dafür ist. Aber es ist erwiesen, dass eine Minderheit genügt, um einen Umschwung herbeizuführen. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, so etwas wird niemals Mainstream werden. Denn wer hätte an ein Frauenwahlrecht gedacht oder überhaupt an ein Wahlrecht der Bürger zu Königszeiten oder Kaiserszeiten und so weiter. Also sowas zu sagen, finde ich also etwas eher leichtsinnig. Ich finde, weil jetzt das Grundeinkommen erwähnt wird, genau das wären die Partner, die zusammenpassen. Nämlich Teilzeitarbeit für die Menschen, die sehr wenig damit verdienen, mit ihrer Arbeit, kann ja ein Lohnausgleich stattfinden. Für die, die sehr viel verdienen, ist das nicht nötig. Also eine Abstimmung darauf. Und dann meine ich, wenn wir dann Teilzeitarbeit haben, wie bekommen wir die Menschen dazu, dafür zu sein? Ich kenne also, ich meine, man müsste den Menschen zuhören, was sie bedrückt und was bei ihnen momentan läuft. Also eine Familie, die eine Familie, die sehr reich ist, das ist also etwas anderes. Aber Normalfamilien, die Kinder haben, bei denen ist es äußerst schwierig, die Kinder so aufzuziehen, wie sie es wünschen und gleichzeitig, dass beide voll arbeiten. Also entweder, ja, entweder oder. Wenn Männer sagen, ich brauche aber Vollarbeitszeit, ja, aber wer soll sie später pflegen, wenn sie nicht von den eigenen Angehörigen gepflegt werden? Warum sollen, wie sieht man da die Gerechtigkeit? Sie wollen auch nicht dann in irgendein Heim kommen. Und darum meine ich, beende es jetzt. Ja, darum meine ich, hätte man ein Grundeinkommen, kann man trotz Teilzeitarbeit für alle, die sogenannte Vollarbeitszeit, auch bewirken, wenn man Erwerbsarbeit überhaupt ablehnen kann, dass die Arbeit so bezahlt wird, solche Bedingungen herrschen, dass auch diese Arbeit, diese Erwerbsarbeit gern gemacht wird. Danke. Wir machen dann noch eine dritte Runde, aber jetzt. Also es ist aufregend, mit euch zu diskutieren, weil ich sehe, dass ihr die Probleme euch anders zurechtlegt als ich und trotzdem nicht überzeugt bin, dass ich jetzt auch es so anders zurechtlegen sollte. Ich muss noch zwei Elemente vorweg sagen, glaube ich, die zu den Grundlagen gehört hätten, die ich nicht gesprochen habe. Ich bin nicht der Ansicht, dass der Kapitalismus funktioniert, sondern dass er im Augenblick die Erde unbewohnbar macht und die Menschheit an den Rand fährt. Dass es eine absolute Katastrophe ist. Wir haben Krise auf Krise und nach jeder Krise ist die nächste Krise, wird nur vorbereitet. Von der einen Krise wird die nächste Krise größer. Wir haben ein unglaubliches Problem, wie ihr alle wisst, mit der Erderwärmung und der Frage der Ökologiefrage. Die Hälfte aller Tierarten sind schon ausgerottet. Die Stürme, die über die Länder gehen, in allen Ländern gleichzeitig mit Katastrophen, haben etwas damit zu tun. Kurz, dieser Kapitalismus ist im Augenblick daran, die Erde unbewohnbar zu machen. Das ist die eine Seite von ihm. Die andere Seite ist, er kann auch ökonomisch nicht so funktionieren, wie es den Anschein hat, als könnte er funktionieren. Er funktioniert nicht, sondern wir haben jetzt eine Überdetermination von drei großen Krisen, eine Akkumulationskrise, nicht wahr? Von Kapital, zu viele Waren, die keinen Absatz mehr haben, keine Möglichkeiten, das Geld anzulegen, und die Steuerinstrumente, die sie versuchen, funktionieren nicht, die geben die nächste große Krise, und an allen Ecken der Welt kommen Kriege um Rohstoffe. Das ist ein einfaches Katastrophenszenario. Meine Frage da drin ist, wenn das so ist, wie ist es möglich, dass die vielen Menschen, die da drin doch nicht allesamt glücklich hausen und zufrieden sind, sondern angstvoll auf die nächste Katastrophe auch für sich warten, die dieser heilige St. Florian
verschon dies Haus, zünd andere an, als eigene Politik haben und nicht solidarisch zusammen jetzt gemeinsam denken. Alle wissen inzwischen, wirklich alle, das ist ein Problem, was im Bewusstsein der Leute sind, dass der Verbrauch im Augenblick, der Konsum der reichen Länder, die Gesellschaft noch schneller in den Abgrund führt und dass das nicht haltbar ist, es nicht geht. Man kann natürlich sagen, die Südländer und so weiter, die können auf einem ganz niedrigen Niveau bleiben, da waren sie ja die ganze Zeit, warum sollte das plötzlich anders sein? Aber sollten die auch nur annäherungsweise, einschließlich China, welches jetzt zum Sprung in diese Richtung anzielt, das Niveau von uns erreichen wollen, irgendjemand hat ausgerechnet, dann gibt es einen tiefen Atemzug und die Sache ist vorbei. Der ganze Globus ist im Eimer. So, was bedeutet das? Es gibt eine Möglichkeit. Das war auch in einer Diskussion von Attac mit Geißler. Geißler sah das auch. Ich hatte eine Podiumsdiskussion mit ihm. Er sah das auch so. Und das mit dem Wachstum, das kann überhaupt nicht funktionieren. Auch die Rohstoffe sind ja verbraucht. Das wisst ihr doch auch alle. Und wirklich ist, wenn ihr eine Umfrage macht, das Bewusstsein in der Bevölkerung vorhanden. Aber sie haben die Macht nicht und auch irgendwie nicht die Kombination, nicht sich so zusammengeschlossen oder sind nicht so zusammenschließbar, dass sie eine wirkliche Kraft wären. Auch wissen alle, dass 0,01% der Menschheit das weitgehend alle Einkommen auf ihre Seite gebracht haben oder den Reichtum und so weiter. Das ist alles bekannt. So, die Frage lautet doch dann mit dem Geißler angefangen. Geißler war der Auffassung, das ist so grausam und so unglaublich am Ende, das ist nicht mal mehr für unsere Enkel. Also sozusagen zu euren Lebzeiten werdet ihr das Ende der Welt erleben und eure Enkel haben sowieso keine Chance auf irgendetwas. Also muss doch etwas geschehen und infolgedessen war Geißler, ist also CDU, der Ansicht, wir brauchen eine Ökodiktatur. Das ist auch klar, was ungefähr das bedeutet, nicht? Es wird einfach vorgeschrieben, dass so und so viel Energie, so und so viel Strom für die verschiedenen Haushalte, so und so viel Lebensmittel, nicht so und so weiter. Das wird vorgeschrieben und wir werden das mit Polizeimaßnahmen durchsetzen, dass dieses eingehalten wird, um wenigstens die Sache nicht immer schlimmer zu machen jedes Jahr. Ihr kennt ja jetzt auch diese Ökogipfel und um wie viel Prozent die ringen und dass sie es nicht tun und den Atomausstieg und dass sie es nicht tun. Und so weit, das kennt ihr doch alles. Also brauchen wir eine Ökodiktatur. Das kann doch nicht unser Weg sein, dass wir für eine Diktatur sind, weil wir die Erdkugel retten wollen. Sehr weit weg für uns, ne? Hier stehen wir und wollen die Erdkugel retten. Und deswegen sind wir für eine Art Faschismus, der das uns hilft zu retten. Das kann irgendwie nicht unser... Und welche Möglichkeit haben wir dann noch? Und ich dachte, wir haben die Möglichkeit, dass die vielen Menschen, mit denen wir reden, mit denen wir zusammen, die verschiedenen Allianzen, die natürlich die Allianz mit der Kirche und anderen Institutionen, die dafür noch ein Ohr hat, also Anti-Wachstumspolitiken verfolgen, dass diese Allianz doch auch vor der Notwendigkeit stehen, dass die Einzelnen, jetzt wieder von der großen Gesellschaft runter auf je Einzelne von uns, die Einzelnen diesen Konsum, den sie haben, einschränken. Dass sie wissen, es so nicht geht. Dass kein verallgemeinerbares Modell ist, nach dem sie leben. Also müssen sie ihr Leben ändern. Und das kann man doch auch nicht vorschreiben. Das ist doch keine mögliche Politik für Linke. Ihr seid doch irgendwie alle links. Also gibt es keine andere Möglichkeit, als dass die Einzelnen sich überzeugen, dass sie ihr Leben ändern. Ein Element des Änderns ist zum Beispiel, wenn nicht der Standard, wenn nicht zwei Autos für jede Familie das einzig Erstrebenswerte ist und der Vollzeiterwerbsarbeitsplatz und ein Einkommen, was erst ab 10.000 Euro im Monat überhaupt nennenswert ist, wenn das nicht das Ziel ist, was denn dann? Deswegen ist in dieser 4-in-1-Perspektive als ein großer Brocken, ein Viertel, der Mensch als Selbstzweck. Sie können doch mehr, sie sind doch mehr als nur Konsum. Das ist ein völlig blödsinniges Modell, dass man hauptsächlich konsumiert und jeden, ich weiß nicht,
könnt ihr euch selbst alles ausdenken, was man alles beständig neu braucht. Ich bin ja, komme ja aus Schwaben, ein reiches Land. Und da ist es auch so, dass regelmäßig die Möbel alle ausgewechselt werden und neue Möbel angeschafft werden und im Haus auch alles neu erarbeitet wird. Aber das kann man sich doch nicht als verallgemeinerbares Modell in unserer wirklich gestressten Erde vorstellen. Also braucht es eine Vorstellung von einem guten Leben, das nicht über Konsum geht und das den Reichtum, den die Einzelnen in sich haben, entwickeln kann. Das ist eine Seite davon. Dann hat der Ivo noch gesagt, warum machst du das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und der Teilzeitarbeit in eine Alternative? Das ist vielleicht, das ist auch so wieder so ein dialektisches Verhältnis. Einerseits sind die bedingungslosen Grundeinkommenbewegungsmenschen selbstverständlich auf der Seite der vier in einem Perspektive. Und wir machen viele Sachen zusammen. Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei ist, ist Sprecherin bei den bedingungslosen Grundeinkommen, wenigstens bis zum Vorsitz in der Partei gewesen und hat das jetzt durchgesetzt. Sie hat durchgesetzt, dass die Linke, weswegen sie beinahe nicht kandidieren durfte, weil es hieß, die ist fürs bedingungslose Grundeinkommen, also kann sie nicht links sein. Sie hat das durchgesetzt, dass die Linke das bedingungslose Grundeinkommen befürwortet. So. Für mich ist das zu bescheiden, weil ich, Ivo, vielleicht bin ich ein Verantwortungs- und Arbeitsasketiker. Askese, ja. Vielleicht bin ich das. Ich finde, besonders aber auch als Frau, dass die in der Gesellschaft anfallenden Tätigkeiten von allen ergriffen werden müssen. Sowohl als Recht, jeder hat ein Recht auf einen Arbeitsplatz, den wir ganz klein machen, als auch als Verantwortung. Ich finde es nicht möglich für uns, eine Politik zu verfolgen, sagen, Hauptsache ist das alle erstmal in der Verteilung drin sind. Nein, sie sind bei der Gestaltung der Gesellschaft dabei. Und wenn sie alle bei der Gestaltung dabei sind, dann müssen sie alle teilhaben an dem, was produziert wird, was politisch verhandelt wird. Und das heißt, für mich ist das Ganze eine Frage der Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Und da ist mir das Grundeinkommen zu defensiv. Wobei ich selbstverständlich auch der Auffassung bin, dass alle ein Dach über dem Kopf haben sollten und also eine Wohnung und leben können und so weiter und dass ihnen das nicht irgendwie negativ angerechnet wird und sie das wieder von Hartz wieder abgezogen kriegen, selbstverständlich. Aber die Strategie, meine Strategie ist, alle haben ein Recht auf einen Erwerbsarbeitsplatz, einen kleinen, dass alle das sich teilen können. Alle sind verpflichtet und verantwortlich und bereichert, dass sie sich um das Leben kümmern und nicht bloß Frauen. Und wenn du erstmal an der Stelle angekommen bist, merkst du, dass auch Marx da geirrt hat. Als Mann irrt man sich häufig. Marx war in der Kritik des Gotha-Programms, ist ganz schön, wurde auch so befragt, wie ihr mich befragt, nämlich wir sehen, sagen die anderen zu ihm, dass du gar nicht die Arbeit abschaffen willst. Wieso eigentlich nicht? Und Marx antwortet darauf. Natürlich ist es so, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, die wir alle mit vorantreiben wollen und wo der Kapitalismus eine Weile das Plus bei sich hat, dass er das tut, auch wenn er das um des Profitwillens tut, er entwickelt die Produktivkräfte, rast über den ganzen Globus und tut das, sodass die notwendige Arbeit immer weniger wird. Wenn sie erst so wenig ist, Marx ging davon aus, 2 Stunden am Tag, ihr wisst, seht, wie reaktionär ich bin mit 4 Stunden, solange sie also nur noch 2 Stunden am Tag wird sie plötzlich brauchen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, erstmal dann muss man sehen, dass diese notwendige Arbeit auf alle gleichmäßig verteilt wird. Nicht die einen machen das und die anderen gehen derweilen spielen. Nein, sie muss gleichmäßig verteilt werden. Und man muss sehen, dass sie den menschlichen Fähigkeiten angemessen und adäquat ist. Das ist das Humanisierungsprojekt da drin. Ne? Dann erst geht das so weiter, können die
kann die Ökonomie der Zeit aufhören, das regelnde Prinzip in der Gesellschaft zu sein und endlich die Menschen daran gehen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen die Zeit so zu verbringen, wie sie wollen und Lust haben. Zum Beispiel immer zu Geige spielen oder malen oder was immer sie gerade vorhaben. Und während ich das erzähle, müsste doch ihr inzwischen, weil ihr ja die Kopfgymnastik alle mitgemacht habt, nervös werden. Und müsstet überlegen, also alle nur noch 2 Stunden fürs Lebensnotwendige. Kennt ihr Kinder, die nur 2 Stunden am Tag brauchen? Beaufsichtigt werden müssen, lernen, gepflegt werden müssen, umsorgt werden müssen? Kennt ihr diese Projekte? Das heißt, Marx hat vergessen, dass es Arten von Arbeit gibt, die können nicht verkürzt werden. Das geht einfach nicht. Die sind in der Zeit langsam. Das Produkt, bis es endlich fertig ist, braucht unendliche Zeit. Überlegt mal, bis so ein Mensch erwachsen ist. Meine Tochter hat 23 Jahre gebraucht. Und immerzu ist man völlig im Stress und muss sie hüten und bewahren. Aber die Kleineren noch viel schlimmer. Man kann auch nicht sagen, heute, die 2 Stunden sind vorbei, also jetzt gibt es nichts mehr zu essen oder so, gewindelt wird auch nicht. Es geht alles nicht. Diese Zeit der menschlichen Liebe und Fürsorge und Freundlichkeit zueinander wird sich nicht verkürzen. Insofern ist die von Marx erhoffte Ende der Ökonomie der Zeit später. Später nicht zeitlich, also in weiterer Zukunft, sondern es ist nicht so viel Zeit einzusparen, wie er dachte, durch Entwicklung der Produktivkräfte, weil alle Tätigkeit, die mit Lebendigen umgeht, eine eigene Logik hat, die nicht verkürzbar ist. Das kennt ihr doch auch als Witze, nicht? Als Charlie Chaplin-Film, wo die Ernährung wo die Teller ihm ins Gesicht fallen und so, weil die Automaten erfunden haben, wie man während der Arbeit das Essen eingeschmissen kriegt und so weiter. Das wird so nicht gehen, nicht wahr? Oder man erzählt abends ein Märchen, aber jetzt nicht 20 Minuten, sondern eine. Oder ein Lied. Ich muss mir nur daran denken, diese vielen Lieder, die ich singen musste, und kaum dachte ich, sind sie eingeschlafen. Noch ein Lied. Hellwach. So. Oder erzähl weiter. Und infolgedessen ist das von Marx männlich gesehen und von Ivo, glaube ich, auch. Denn wir haben diese Arbeiten in der Gesellschaft, die wir bitte gleichmäßig verteilen, weil es unglaublich gute Arbeiten sind, die alle haben sollten. Und das bedingungslose Grundeinkommen löst das nicht, diese Frage. Diese Frage der gemeinschaftlichen Verantwortung für die notwendigen Tätigkeiten und für die Fürsorge, Liebe und Freundlichkeit und Solidarität in der Welt. So. Ich will sie trotzdem nicht verhungern lassen, die Einzelnen. Ne? Das hast du schon gemerkt. Das war noch was. Ich glaube, ich habe die Frage mit den Arbeitgebern nicht verstanden. Ob man die Arbeitgeber dafür... Nein. Das ist, glaube ich, die Rosa-Luxemburg-Frage und sie beantwortet sie schon. Ihr wisst, dass Rosa-Luxemburg-Bild schwankt in der Geschichte. Die einen bilden sie ab als blutig und gewaltverherrlichend und für die Revolution und die anderen als Friedenstaube, konnte kein Vöglein ein Leid antun und schrieb wunderbare Gedichte oder Beschreibungen über einen sterbenden Büffel und so. So schwankt das Rosa-Luxemburg-Bild. Also stellt sich an uns die Frage, falls wir Rosa Luxemburg, wie Andreas auch vorschlug, folgen wollen und die revolutionäre Realpolitik in unsere Frage aufnehmen, also alle Tätigkeiten und Politikvorschläge, die wir machten, in der Perspektive einer anderen Gesellschaft machen. Langfristig aber fangen sofort an zu arbeiten, tätig zu sein, mit anderen zu sprechen, sie zu gewinnen. Also, was sagt denn Rosa Luxemburg? Ist sie für die Revolution und für die Gewalt oder nur für Tauben und Büffel? Und Rosa Luxemburg antwortet, wie
diese Frage eben war. Was wir vorhaben, sagt sie mehr oder weniger, ist doch, dass alle lernen, die Regierung zu übernehmen. Das gibt es bisher noch nicht. Also können wir nicht sagen, wie sie das machen. Es ist ein Experiment. So ist das auch mit der Vier-in-Einem-Perspektive. Das ist ein Experiment. Was bis dahin, was sie machen müssen, sie müssen es lernen. Wie lernt man das? Beim Machen. Nur indem man es versucht, wird man es lernen. Und ohne das nicht. Und es gibt keine Garantie und keinen Punkt dahin. Aber wenn wir eine Politik verfolgen, in der die Idee ist, dass alle sollten lernen, die Gesellschaft zu gestalten. Ich spreche das nicht mit der Regierung, weil ich finde das besser, von unserem Standpunkt aus zu sagen, alle sollen lernen, die Gesellschaft zu gestalten und eingreifen können, kompetent sein in dem Gebiet und alle anderen Sachen auch. Geht Rosa Luxemburg weiter, natürlich sind wir nicht für Gewalt. Aber wenn wir versuchen, die Gesellschaft zu gestalten, wird man Gewalt gegen uns anwenden. Also müssen wir uns darauf gefasst sein und nicht wie die Lämmer dastehen, sondern uns wehren. Das heißt mit anderen Worten, sie ist weder für noch gegen Gewalt, sondern wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, wo alle, die die Gesellschaft gestalten wollen, in Zuchthäuser kommen oder sowas, alle, das heißt die halbe, dreiviertel Menschheit, die wir inzwischen gewonnen haben, wird Gewalt vermutlich gegen Gewalt hervorrufen. So also spricht sie. Das war, glaube ich, die Frage, was sagen denn die Arbeitgeber, glaube ich, was sagen denn die Arbeitgeber, wenn wir jetzt plötzlich vorschlagen, dass alle nur noch 4 Stunden arbeiten und sie sehen dadurch ihren Profit geschmälert, weil, wie ich auch gesagt habe, es macht sich viel besser, wenn die, die jetzt Vollzeiterwerbsarbeit haben, immer länger arbeiten und noch Überstunden machen, weil wir die, die keine Arbeit haben, auf niedrigem Niveau halten können, statt dass wir 2 Gehälter ausgeben, von denen man leben kann. Das war die Frage, ne? Werden die sich nicht dagegen wehren und sagen, das sind ja Kapitalismuskritiker, die da hier auftreten, auch noch Wachstumskritiker, auch noch Leute, die ein Recht auf alles Mögliche fordern, werden die dann nicht dagegen vorgehen? Und was ist eure Antwort darauf? Was ist denn eure Antwort darauf? Ihr werdet doch nicht so rumlaufen, dass ihr sagen, wir müssen allerdings, bevor wir, steht auch bei Rosa Luxemburg, bevor wir uns auf eine Maifeier, Tag der Arbeit, einlassen, müssen wir sicherstellen, dass uns kein Lohnausfall dadurch passiert. Und dass wir nicht etwa aus dem Betrieb rausfliegen. Sonst machen wir keinen Streik. Sonst arbeiten wir in dieser Richtung nicht. Sonst tun wir das nicht. Das ist ein furchtbares Menschenbild. Rosa Luxemburg macht sich darüber lustig. Sie sagt, natürlich ist der Gewerkschafter als fürsorglicher Familienvater erstmal darauf bedacht, dass bei ihm nichts abgezogen wird und er muss dafür sorgen, dass alles seine Ordnung hat und will nichts riskieren. Aber über den Zeitpunkt sind wir doch schon weg. Seht doch mal die Streikstatistiken. Die Unruhe in der Gesellschaft nimmt doch zu, überall sind Streiks. Wie lange sind bei uns jetzt schon die Streiks in den sozialen Berufen, die Kindergartenstreiks und sowas? Das ist doch metaphysisch von euch gesprochen. Metaphysisch, als würden die Menschen sich nicht ändern, als würden sie so sein und man kann machen, was man will. Sie ändern sich nicht. Sie ändern sich. Je mehr sie wahrnehmen, was in der Gesellschaft ist, desto mehr werden sie dagegen protestieren. Und ihr seid doch diejenigen, die dann mit ihnen spricht und sagt, und es ist noch schlimmer, als du dachtest. Es sind nicht, da hatte ich neulich eine Diskussion, als ich gesagt habe, die Hälfte der Tierarten ist schon ausgestorben, behauptete jemand, nein, nur 10%. Das ist eine wilde Diskussion. So, in solche Diskussionen verwickelt ihr euch dann dauernd und ihr könnt dann nachweisen, dass es schon mehr als die Hälfte ist und mehr
durch das Abschmelzen der Pole, die Eisbären und so weiter. Und ihr wisst es, sie wissen es, das Umweltthema eignet sich ganz besonders für eine Radikalisierung der Menschen, sich für ihre Lebensbedingungen einzusetzen. Denn darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, dass sie den Kapitalismus abschaffen, abstrakt. Dass sie die Revolution machen, wo sie schon wissen, dass was Blutiges. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass sie sich einsetzen, ihre Lebensbedingungen zu verändern. Und das ist ein Angebot. Wie könnten sie anfangen und was können sie tun? Übrigens ist der letzte Satz dazu. In den Frauenpolitikgruppen, in denen ich tätig bin, gibt es keine mehr, die den 8-Stunden-Tag befürwortet und auf sich anwendet. Es ist problematisch, wie man das ausjongliert und so weiter. Und dann müssen aber beide, das ist doch nicht etwas, was ein Individuum tut. Das geht doch nicht als individuelle Tat. Ich ab heute werde nur noch vegetarisch essen und 4 Stunden arbeiten und so weiter. So geht es doch nicht. Es geht doch nur als Kultur. Also wenn viele es in ihre Hände nehmen. Und damit wollte ich sagen, dass in diesen Frauengruppen gibt es keine mehr, die einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz für sich für erstrebenswert hält, sondern sie tun sich mit Freunden und Partnern zusammen, sodass das Ganze funktionieren kann. Und dass sie Zeit haben für Politik und für Muße und Kunst und für die geliebten Personen um sie herum. So, vielen Dank. Für diese zusammenfassenden Antworten. Ich würde wohl ein paar Leute schon aufbrechen. Wir haben es versprochen, noch eine dritte Runde zu probieren. Dazu würde ich aber ersuchen, die wir jetzt dran nehmen, sehr diszipliniert und kurz was zu sagen. Und wir werden dann an dem Punkt wieder abbrechen, wo du sagst, das geht, ich hab zwei es Fragen. Ist genug, Frigga. Ja? Mhm. Und ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre natürlich so, wenn wir das 4-in-1-Programm, ich verstehe schon, dass es halt auch so, wenn wir Sozialreformen wollen, aber mit Hinblick auf die Revolution frage ich mich halt erstens, ist das 4-in-1-Programm überhaupt möglich, ohne dass es wirklich mit einem Schlag durchgesetzt wird? Läuft man nicht Gefahr, dass dadurch, so wie jetzt eben Teilzeitarbeit prekarisiert ist, dass man dadurch quasi noch einen größeren prekarisierten Sektor schafft? Und die zweite Frage ist, ich bin mir nicht sicher oder ich bin vielleicht einfach sehr pessimistisch, inwieweit überhaupt so Gesellschaft als veränderbar wahrgenommen wird, weil uns ja die Politik, aber auch Sachen wie Gewerkschaften als fertige Institutionen gegenübertreten, nämlich als Institutionen, wo echt die Personen austauschbar sind und wo erstmal überhaupt kein Raum für Ideen ist, weil es schon gar nicht mehr zum Vokabular gehört. Es wird nicht von Ideen oder Idealen gesprochen, sondern es wird vom Sachzwang gesprochen. Und wie kann man quasi gegen diesen Schutt und gegen diese einfach auch schon diese verkalkten Institutionen, die einen ja zur Unmündigkeit erziehen, wie kann man da wieder quasi sowas wie ein Bewusstsein für gemeinsames Interesse oder Bewusstsein von einer Politik, die auch von Ideen geleitet sein kann, beziehungsweise auch von einer Politik, die eben nicht über diese Institutionen läuft, schaffen. Mir war noch viel zu wenig Utopie da drinnen. Was wäre, wenn ich aus den ganzen Gedanken die Zeit rausnehme und sie durch Bedürfnisse ersetze? Das heißt, eine Gesellschaft, die sich findet in kleinen oder größeren Gruppen und ihre Bedürfnisse findet. Also befriedigt, in Gemeinschaft die Bedürfnisse befriedigen, weil dann habe ich auch die Zeit, die ein Kleinkind braucht, das dann nimmer, natürlich nicht nach 2 Stunden abstellen lässt. Das Bedürfnis wird befriedigt in der Gruppe, wie groß die auch immer sein muss. Ich gebe einfach die Zeit weg und grabe praktisch allem anderen ab. Und damit fällt auch die Bewertung weg, die jetzt über Geld passiert. Und damit auch die Unterdrückung der Zeit. Das heißt, ich brauche die ganze Geschichte gar nicht, weil sie obsolet wird.
wenn ich mich auf die Bedürfnisse beschränke. Genau, ich wollte nur sagen, also ich finde es eine unglaublich coole Forderung, erstens, mit der man, glaube ich, auch viel arbeiten kann und kämpfen kann. Und ich wollte so dazu fragen noch, ob das notwendig findest, glaub, dass man sozusagen Feinde vielleicht noch stärker benennt, sozusagen, weil das klingt, ich finde, es ist unglaublich cool, aber sozusagen, ob man so wie Podemos zum Beispiel noch stärker darauf hinweist, eher im Gegenteil, sozusagen, dass Arbeitgeber eben ein gegenteiliges Interesse haben, also dass man sozusagen diesen Bewegungen eine Perspektive gibt, aber auf der anderen Seite sozusagen in diesen Kampf, um diesen Kampf zu stärken, auch nochmal stärker macht, dass da Leute dagegen sind, dass es Leute mit genau dem gegenteiligen Interesse gibt. Und die ganz kurze zweite Frage war, sozusagen, ob bei der FIR in einer Perspektive schon drin ist, dass Reproduktionsarbeit unter Anführungszeichen sozusagen was ist, was man kollektivieren könnte und was auch ganz anders ausschauen könnte, also diese Sorgearbeit und Pflegearbeit sozusagen, dass man die auch anders verteilt. So, eine letzte Frage und dann Frieger. Ja, also mich beschäftigen zwei Dinge aus der Diskussion vor allem. Das eine ist, dass ich glaube, dass unterschätzt wird, wie viel utopisches und revolutionäres Potenzial schon in dieser Geschichte liegt, dass eben alle Menschen in diesen vier Bereichen tätig sein sollen. Und das Sollen ist ja sowas wie eine Möglichkeit, es ist aber auch sowas wie eine Forderung. Ja? Und also um es auf den Punkt zu bringen, der Manager mit dem 80-Stunden-Job wäre dann in drei anderen Bereichen Minderleister. Also das ist so das eine. Und wie kann man das, was da schon an Revolution drin liegt, vielleicht besser schärfen? Und das andere ist, was mich immer wieder beschäftigt, ist, dass irgendwie uns die Frage von gesellschaftlichem Organisiertsein irgendwie aus der politischen Diskussion rutscht. Weil ja, also natürlich hängen wir irgendwie dran, dass unsere arbeitsteilige Gesellschaft, hocharbeitsteilig, die dafür sorgt, dass hier der Strom geht und draußen die Straßenbahnen fahren und wir irgendwie das Brot in die Bäckerei oder geliefert kriegen, dass die halt kapitalistisch organisiert ist und dass wir auf diesem Niveau der Arbeitsteiligkeit keine andere Form der Organisierung kennen als den Kapitalismus. Das heißt, es hat was mit Experiment zu tun, wenn wir da was anderes ausprobieren wollen und irgendwo anders hinwollen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt so eine Hemmschwelle davor, sich mit diesen Organisationsfragen auseinanderzusetzen. Weil da gibt es dann so diese bösen Blöcke, die Politik und die Gewerkschaft und die sind alle so verknöchert und so Ding. Und am liebsten schmeißt man es dann gleich ganz weg und sagt, wir brauchen bedingungsloses Grundeinkommen, dann müssen wir uns mit dem allen nicht mehr auseinandersetzen, weil dann hat jeder, was er braucht und der Rest wird schon irgendwie passieren. Aber die Frage, wie können wir diese... Und das ist ja hochkomplex und das ist ja anstrengend, aber wie kriegen wir diese Lust, sich mit diesen Organisationsfragen auseinanderzusetzen, die ja das Leben auch ausmachen, wie kriegen wir die gemeinsam hin? Ja, wie? Frieger? Jetzt weiß ich auch, warum du unbedingt noch einen weiteren Workshop wolltest. Silvia, ich stimme euch in allen Punkten zu und natürlich habe ich nicht etwa die fertigen Lösungen in der Tasche. Und ich denke auch, dass wir nicht so wahnsinnig weit auseinander sind in dem, was wir ein Projekt der Hoffnung nennen würden oder des Möglichen. So sprechen und auch wie wir als Einzelne da drin sind und dass das ganz unsinnig ist, sich als Einzelne diese Frage zu stellen, sondern als alle oder mindestens als eine größere Gruppe, als eine gemeinsame Kultur, sonst geht sowieso nichts. Das ist, wenn ihr dann anfangt, es für euch durchzuspielen. Ich glaube, Sabine, wir haben das gemacht, die vier in einem Perspektive durchgespielt, als Aufgabe an uns, Szenen geschrieben, ein Tag in meinem Leben in einiger Zeit in der vier in einem Perspektive. Und wie die Einzelnen also sich das tatsächlich als tägliche Praxis vorstellen. Und das war ganz, ganz, ganz verrückt, weil jeder hat dann
sedimentiert in den Arbeitsteilungen, in denen wir sind, auch mit unseren Identitäten doch da drin verhaftet, steht plötzlich vor der Aufgabe, alles vier, es ist sowieso alles zu viel, alles vier kriege ich nicht gleichzeitig rein, schmeiße ich was raus. In unserer Gruppe war das, glaube ich, das Einfachste, den Freund rauszuschmeißen. Da gewann man relativ viel Zeit und konnte die anderen drei Sachen da reintun. So, dann war die Sache möglich. Aber das wussten natürlich dann doch alle, dass irgendein Wurm drin, das kann ja nicht die vier in einem Perspektive sein. Aber wenn ihr es probiert, werdet ihr sehen, wie sehr eure Identitäten verwachsen sind mit den jetzigen Arbeitsteilungen und wie viel mit euch an Veränderung passieren muss, die ihr selber wollt. Sonst geht es sowieso nicht, bis ihr euch in die Gesellschaft einbringt. Aber das ist doch günstig, wenn ihr diese Probleme habt, dass ihr das gar nicht zusammenkriegt, weil ihr nämlich dann wisst, wo die Hindernisse sind, welche Blockaden es sind, was alles geschehen muss, damit ihr es leben könnt. Insofern ist es viel besser, ihr seid alle irgendwie zwar schon praktisch damit befasst, aber irgendwie merkt ihr, es funktioniert nicht. Es ist eine völlig abstrakte Utopie. Es geht nicht. So wie ihr das mitkriegt, kriegt ihr raus, was geschehen muss und wofür ihr euch dann gemeinsam zusätzlich einsetzen müsst, damit es gehen kann. Das ist die eine Sache da drin. Eine zweite ist, ihr sprecht für mich ganz verständlich und ich kann auch eure Sorgen da drin verstehen, aber irgendwie sprecht ihr auch immer noch metaphysisch. Damit will ich sagen, als ob die Menschen, die Dinge, die Institutionen und so weiter einfach stehen und wenn sich was ändert, dann vielleicht ihr selbst, aber vielleicht auch dieses nicht. Aber es ändert sich nichts. Aber eigentlich wisst ihr doch, dass alles beständig in Veränderung ist. Und es bewegt sich und verändert sich und verändert sich und ihr rennt da drin herum, euch verändernd, andere verändernd. Und dann ist doch die Frage, nach welchem Kompass geht ihr? Und dann ist es ganz unpraktisch zu sagen, aber die Gewerkschaften sind dagegen. Das stimmt und stimmt nicht. Es gibt in den Gewerkschaften, das weiß ich sehr gut aus eigener Erfahrung, relativ verfestigte Positionen, die zum Beispiel wissen, es wäre zwar wunderbar und eigentlich gefällst du uns auch, die Politik um Zeit jetzt zu führen. Jetzt, wo die Arbeitslosigkeit um sich greift und so weiter. Das ist eigentlich ein prima Punkt. Aber wir haben eine Umfrage gemacht. Die IG Metall hat eine Umfrage gemacht. So formuliert, wie ein Anfängersoziologe das machen würde. Seid ihr für Arbeitszeitverkürzung? Was stellt sich heraus? Diejenigen, die sowieso nur Teilzeitjobs haben, sagen, wieso denn das noch? Wie denn jetzt da drin? Also wissen wir, erstes Feld, die Teilzeitarbeitenden sind gegen die Arbeitszeitverkürzung. Dann kommen aber die Nächsten auch. Dann kommen die, die sagen, wenn mein Gehalt nicht mächtig erhöht wird, geht es nicht oder nur bei vollem Lohn. Nein, eigentlich sind wir dagegen. Kurz, die IG Metall bekam heraus, dass derzeit die Belegschaften nicht für Arbeitszeitverkürzung sind, also Politik um Zeit nicht angebracht ist. Aber wer jemals eingreifende Sozialforschung gemacht hat, weiß, dass man so nicht fragt. Wie fragt man dann? Man verwickelt die Einzelnen in Widersprüche. Man verwickelt sie, man lässt sie das lösen. Zum Beispiel habe ich eine lange 18 Jahre oder so Untersuchungen über die Einführung der Computer in die Industrie und Dienstleistung und so weiter gemacht. Und da war die erste Linie der Gewerkschaften war, wir müssen diese Automatisierung von Produktion und Verwaltung verhindern, denn die Hightech verdummt die Menschen und dequalifiziert sie und infolgedessen setzen wir alle Kraft da rein, dass die nicht in unsere Betriebe kommen. Dann kommt man dahin. Ich war für den Einsatz, weil ich dachte, das wird einen unglaublichen Schwung in die Möglichkeiten der Arbeitenden geben, viel mehr Kompetenzen. Die Frage der Männer- und Frauenarbeit wird endlich gelöst sein. Man braucht nicht mehr diese furchtbaren Muskeln und Helme und so weiter und so weiter. Es gibt 11 Bücher dazu, ihr könnt das nachlesen. Aber im Betrieb sagte ich zu dem Gewerkschafter, den ich als erstes
traf, Betriebsrat, wieso hast du einen Computer in deinem Arbeitszimmer? Ich denke, wir treten hier jetzt gemeinsam vor die Belegschaft, damit wir gemeinsam verhindern, dass die Computer in eure Arbeitsplätze kommen. Und wenn die kommen, müsste Tee reingegossen werden und alles Mögliche, um die unschädlich zu machen. Ich denke, das ist unsere Linie. Da dachte ich, ja, das stimmt auch für die Belegschaft. Aber für mich ist das eine solche Bereicherung. Ich schaffe irgendwie das Zehnfache und es ist wunderbar. Und was ich alles neu gelernt habe und ganz, ganz großartig, ich empfehle dir für deine Arbeit, mach das auch. Schaff dir einen IBM-Computer an und wirst sehen, wie viel besser du bist als vorher. Ist doch wunderbar, nicht? Das nennt man einen Widerspruch. Und man verwickelt sie da rein. Man verwickelt sie und so macht man, seid ihr für Verkürzung der Arbeitszeit, würde man natürlich nicht fragen, sondern man verwickelt sie in den Widerspruch, was könnte man alles damit machen und so weiter. Und das könntet ihr aber alle auch erfinden. Wie macht man eingreifende Sozialforschung? Man hat sie schon mal vor sich, man kann mit ihnen sprechen und jetzt gibt man ihnen natürlich lauter Informationen über den Gesamtzusammenhang und erst wenn sie kompetent sind, lässt man sie wählen, welche von den Sachen sie eigentlich wollen. Der schönste Fragebogen in dieser Weise wurde von Marx gemacht. Der hatte nämlich auch die Idee, dass man eingreifende Sozialforschung macht, indem man den Arbeitern einen Fragebogen vorlegt. Wenn sie den beantworten, sind sie so qualifiziert, dass sie gleich morgen hingehen und den Betrieb übernehmen. So, er hat gegen alle Gesetze der soziologischen, empirischen Untersuchung verstoßen. Man brauchte 6 Stunden oder sowas, um das Ding auszufüllen, falls überhaupt. Man musste zwischendurch weggehen und alle möglichen Zollstöcke und Werkzeuge und sonst was, die Lichtverhältnisse an seinem Arbeitsplatz messen und all sowas. Kurz. Die Gewerkschaften sind doch kein homogener Block, der sich nicht verändert. In ihr existieren Menschen, die wollen die Bedingungen der Arbeitenden verändern. Davon können wir ausgehen. Also bewegt man sich in den Gewerkschaften als Veränderer unter Veränderern. Und dann dauert das eben. Es ist mühsam, aber es ist überhaupt nicht unmöglich. Ich weiß nicht, ihr habt doch das gehört von Verdi. Verdi hatte die Idee, sie nehmen das Stück Teilzeitarbeit für alles, für alle, nennen es nur um in Halbzeitarbeit für alle. Aber was haben sie tatsächlich getan? Sie haben jetzt die 30-Stunden-Woche vorgeschlagen. Das ist nicht dasselbe, weil nämlich die einzelnen Teile in der 4-in-1-Perspektive zusammengehören. Aber sie bewegen sich. Sie bewegen sich doch. Und je mehr ihr in den Gewerkschaften arbeitet, desto besser werden die und bewegen sich. Außerdem können sie nicht weiter so weitermachen, dass sie wie der beim Zusammenschluss von DDR und BRD gab es dann als erstes die PDS und der erste PDS-Vorsitzende von Brandenburg sagte auf meine ersten Versuche, ihn für das gute Leben zu gewinnen, meine Frau muss jetzt nicht mehr arbeiten. Das sind die DDR-Zeiten, wo meine Frau arbeiten musste. Das ist jetzt zu Ende. Ich habe jetzt mein gutes Gewerkschaftsfunktionär gehabt und so weiter. Sie muss nicht mehr arbeiten. So was Unglaubliches, so weit rückständig, aber das lässt sich doch durch wilde Einmischungen von euch verändern und natürlich auch die der Frauen da drin, die übrigens großflächig verloren haben bei dem Zusammenschluss. Das war dieses. Und Silvia, ich bin auch Silvias Auffassung und alle meine vielfältige Arbeit unter Menschen bestärkt mich da drin, dass es ein ungeheures Potenzial an Veränderungsbereitschaft, an Hoffnung, an den Wahrnehmung von Möglichkeiten, an Erkennen plötzlich gibt. Weswegen ich euch ja auch gefragt habe, was haltet ihr davon, wenn wir alle Satiren einsetzen? Haben die nicht einen unheimlichen Aufklärungswert, ohne dass wir von oben hergehen müssen und sagen, ihr müsst jetzt sehen, dass Frauen nur 70% von dem, was Männer verdienen, und das sollt ihr jetzt dagegen sein, das ist nicht die richtige Weise, sondern jetzt ist gleichzeitig die Antwort auf einen, der gesagt hat, wir müssen doch das Bewusstsein schaffen. Das geht nicht. Das ist die falsche Strategie von oben. Die Menschen können sich nur selbst überzeugen. Wir können sie nicht überzeugen. Das geht nicht. Wie soll denn das sein? Es muss die Wieso, wie Marx es sagte,
Wir gehen davon aus, dass die Menschheit schon längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein braucht, um sie wirklich zu besitzen. Und was heißt das? Sie müssen sie selber sich das Bewusstsein davon schaffen. Und daran arbeiten wir, aber wir können es nicht einsetzen. Und umgekehrt sind auch die Bedürfnisse, wie du das gesagt hast, statt der Zeit, statt Kämpfe um Zeitverfügung zu führen, sollten wir über die Bedürfnisse sprechen. Die Bedürfnisse sind ebenfalls nichts Statisches. Das ist euch doch aber aus dem Leben vollkommen klar. Die Bedürfnisse entwickeln sich doch mit der Entwicklung der Menschen. Und stets gibt es neue Bedürfnisse, die sie entdecken und für sich wahrhaben wollen. Und nicht ein Satz von Bedürfnissen, und nur weil es ihre sind, sind sie der Maßstab, an dem wir die gesamte Menschheit jetzt anketten? Das sollten wir nicht tun. Wir sollten auch nicht sagen, die haben die falschen Bedürfnisse, weil die wollen ja in ein Wellnesscenter gehen und sonst nichts. Das sollten wir auch nicht sagen. Sondern die Frage ist doch immer noch die, wie gewinnen wir die Menschen für sich selbst? Das ist die Frage. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz.